baut er jetzt hier eine Waffenschmiede. Ja, stimmt. Das ist das, was du jetzt unbedingt brauchst. Anstatt eines Wohnhauses oder so. Ja, schade. Jetzt hatten wir nur noch einen Soldaten und der ist jetzt auch weg. Schön. Ja, dann können wir erstmal nicht weiter einnehmen. Was mich ziemlich ärgert, weil seine Kaserne noch steht. Ich würde einfach mal sagen, ich positioniere mich jetzt hier mal in der Nähe von seiner Kaserne. So, dass alles, was da rauskommt, direkt auf die Schnauze kriegt. Jetzt nicht zu nah ran, ich will auch nicht direkt selber aufs Maul kriegen. So, Position halten bitte. So, haben wir doch schon mal wieder ein paar Angreifer, die uns helfen könnten. Super, an Kohle ersticke ich, aber Eisen ist gerade Mangelware. Hm. Hallo, wollt ihr nicht mal schießen? Was stimmt denn nicht mit euch? Der Plan war schon, dass ihr euch wehrt hier hinten. Nicht, dass ihr euch einfach nur abknallen lasst. Scheinbar heißt Position halten bei manchen auch, nö, bitte bleibt da stehen und macht bloß nichts. Beweg dich keinen Millimeter und, ja, Gott sei Dank, er ist endlich down. So, ihr marschiert mal bitte direkt durch. Und nehmt dieses Türmchen ein, weil ich hoffe, dass dann die Kaserne platt ist. Dann sollte es bedeutend einfacher werden. In Hoffnung, dass sie irgendwo anders eine Kaserne hat, wovon ich aber gerade nicht ausgehe. Ja, das sollten wir schaffen. Komm. Ja, bam, weg ist das Ding. Sehr schön. Und wir haben auch noch seine Produktionslinien getrennt. Wunderbar. Dann holen wir uns hier unten erstmal alles. Ach, was herrlich. Ach, guck an, hier sind noch drei Bogenschützen. Wo habt ihr euch denn versteckt? Wartet mal. Warum? Brutzel. Ich will nur mal gucken, ob das, was genau das bringt. Ich zauber mal hier einen Waldbrand hin. Weil ich will einfach mal wissen, ob dann einfach nur die Bäume verschwinden oder was genau da passiert. Ja, es wird dezent gebrutzelt. Aber mehr passiert nicht. Schön. Hm. Gut, ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Aber steckst du nicht drin. So, dann da auch bitte mal das letzte. Oh ne, wir haben gar keine Angriffe mehr. Ha! Kracher. Platz für ein großes Wunder. Mein Gott, das hört ja gar nicht mehr auf zu kokeln. Was ist denn da los? Oh, ich Depp, habe jetzt echt eine Kohlemine denn gebaut. Alto Belli. Warum bin ich so blöd? Oh Gott. Wie der erste Mensch, sorry. Habe ich mir mal wieder die Krone der Dummheit aufgesetzt. So, aber ich glaube, der ist jetzt echt nicht mehr so die Gefahr, wie er vorher mal war. Jetzt müssen wir nur noch ein bisschen warten, bis wir unsere Truppen mal nachholen. Wir können ja noch die eine oder andere Pyramide bauen.
Okay, das Geräusch scheint wirklich nicht mehr aufzuhören. Schade. Weil das ist jetzt nicht so der geilste Klang, den ich je gehört habe, wo ich sage, boah, den würde ich gerne ununterbrochen hören. Warte mal, dich können wir jetzt auch wieder abreißen, da sich ja unsere Pläne geändert haben, weil unsere Truppen ein bisschen vorschnell waren. Brauchen wir dich da oben nicht. So. Ach, du bist schon auf dem Weg. Sehr gut. Einmal dahin. Du bitte auch einmal darüber. Können wir nämlich hier unten das ganze Getreide mopsen. Mal abgesehen von den Waffen, die wir euch hier klauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass da noch großartig irgendwas kommen wird. Sonst hätte er sich, glaube ich, schon mal wieder ein Ründchen gewehrt. Hat er aber nicht. Chop, chop, zerab. Gut, da wird immer noch gegrillt. So, du darfst gerne mitkommen. Dann schnappt euch mal da unten die Türmsche. Ich hau jetzt einfach mal hier hinten noch eine Waffenschmiede hin und hier nochmal eine Eisenschmelze. Gib denen hier durchaus Priorität, damit es auch schnell geht. Oh je, ob der das schafft. Na, ich glaube, ich sollte da Verstärkung hinschicken. Und er hat es natürlich nicht geschafft. Auch nicht. So, geht doch. Menschenskinder, nee. Ein Drama in 12 Akten. Na, da oben wird immer noch fleißig mit einem Synthesizer gegrillt. Und schon wieder gehen uns langsam aber sicher die Soldaten aus. Das finde ich ja nur bedingt geil. Ach, da steht ja noch einer. Hätten wir hier nicht vielleicht Platz für das ein oder andere Lazarett? Ja, guck mal einer an. Weil ein bisschen Manpower werden wir noch brauchen und deswegen sollten wir natürlich gucken, dass wir nicht jetzt noch hier irgendwie sinnlos irgendwelche Truppen verheizen. So, da liegen ganz viele Waffen, hier stehen ganz viele Träger. Warum kommt keiner? Machen wir mal so, vielleicht geht es dann ein bisschen schneller. Sehr schön, krallt euch all die Ressourcen, die wir hier finden. Nehmen wir gerne. So, da kommen unsere Planierraupen. In der Hoffnung, dass sie das da oben auch schnell machen. Warum stehen hier bitte Soldaten? Es bleibt ein Mysterium.
So, das ist doch mal eine nette kleine Truppe, die sich hier gesammelt hat. Finde ich schon mal gut. I like. Deswegen einmal bitte zum Rest aufschließen. Dafür wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet. Warum habe ich bei dir eigentlich noch keine Meldung, dass du arbeitslos bist? Oder habe ich die... Bin ich die dezent übergangen? Nee, anscheinend nicht. Ja dann. Tschüss, danke fürs Mitspielen. Ach so, das breitet sich aus, das Feuer. Guck mal, das haben wir erst nur die drei, die gebrannt haben. Jetzt brennt ja alles weg. Ja, das ist doch mal schick, ne? Wollt ihr hier vielleicht mal die Lücke schließen, die sich da gebildet hat? Und ihm hier oben Gesellschaft leisten? Das wäre recht nett. Bis zum nächsten Upgrade dauert es leider noch ein wenig. Aber ist ja nicht so schlimm. So, ich habe zwei, drei, die sind relativ angeschlagen, aber ich denke, wir könnten es trotzdem versuchen mit einem Angriff. Wir werden als erstes auf das Türmchen hier hinten gehen, weil das halt Fernkämpfer hat, die ich nicht haben will. So, da können wir schon mal die Priorisierung wegmachen. Planiert wird ja sowieso schon. Ja, komm, 16 Stück, da hauen wir doch mal einen raus. Würde ich sagen, Pfeife auf Lazarette und Gesundheit. Wir verheizen einfach alles, weil wir haben es ja. Deswegen schön durchmarschieren. Und ihr marschiert nach hier hinten, denn da sind auch noch ein paar Larrys, die uns angreifen. So, gebt's ihnen bitte recht dreckig. Ich gerade, dass ich doch ein bisschen auf die Fresse kriegen werde hier. Sofern ich mich nicht am Schlüppi reiße. So, vier Stück haben wir schon verloren, vier Nahkämpfer. Aber da sind wir jetzt schon bei den Bogenschützen angelangt. Und hier jetzt gleich auch. So. Ja, ich glaube, viel kommt da nicht mehr an Gegenwehr. Das heißt, ich glaube, mit den Truppen, die ich jetzt habe, könnte ich es tatsächlich reißen. Da bin ich sogar relativ optimistisch. Wir holen trotzdem noch unseren Nachschub natürlich ran. Was tut man hier alles für die Förderung des Nachwuchses, ne? Zack, haben wir auch schon erobert. Das ging fix. So, komm. Autsch. Habe ich jetzt hier mal wieder einen verloren? Ich glaube, es hackt. Noch einen verloren. Boah, Respekt, Junge. Und das, obwohl du, wenn ich richtig aus dem Augenwinkel gesehen habe, nur Stufe 1 bist. Ja, ich glaube, bei nur noch 10 Schwertkämpfern
Gut, das ist zwar nur ein Speerkämpfer, aber wir brauchen jede helfende Hand. Haben wir hier durchaus noch ein bisschen was vor. So, marschieren wir jetzt einfach mal hinten an der Seite lang. Mal ein bisschen Abwechslung reinbringen hier. Ja, der war jetzt ganz wichtig anzugreifen. Gott sei Dank habt ihr den platt gemacht. Der hätte den Verlauf des Krieges durchaus verändern können. So, haben wir? Haben wir. Ja, das Sägewerk, das wird jetzt auch nicht mehr helfen, mein Lieber. Ich verstehe zwar deine Motivation, aber es ist doch trotzdem so sinnlos. Ja, und schon wird hier nicht mehr priorisiert. Sehr schön. Mein Gott, jetzt haut ihn doch mal hier eins über die Rübe. So, 3, 2, 1, meins. Damit wären wir auch schon beim letzten Gebäude unseres Antagonisten. Na, dann hauen wir mal drauf. Muss gestehen, der Angriff war doch gar nicht mal so schlecht als Idee. Ich hätte nur gedacht, ich wäre zu schwach, aber der hat halt nur eine sehr schnelle Produktion gehabt, aber nicht viel Bestand. Also nicht so viel Bestand, dass wir damit nicht fertig würden. So, die letzte Hütte von ihm. Bam, ins Gesicht und fertig. So, gucken wir uns doch schön die Karte an. Mein Gott, hier wäre noch einiges gewesen. Aber nichts, was für uns von Interesse wäre. So, speichern, damit ich da beim nächsten Mal bei der nächsten Aufnahme starten kann. Und wir sind raus. Bin gespannt, ob eine Sequenz kommt. Mal sehen. So, oh, wir waren ziemlich ebenbürtig, so von den Gesamtpunkten her. Beim Gold war ich klar besser, er hatte keins. Was auch, glaube ich, erklärt hat, warum ich so gut standhalten konnte. Mana hatte er mehr, Gebäude hatte er deutlich mehr, Minen hat er auch besser gemacht. Aber gut, egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss, Sikowski.